Also Freunde, zum Einstieg, ne? Erstmal einen ganz dicken Applaus, einen wundervollen dicken Applaus an Big Boy Watson. So ihr Lieben, und wir haben es geschafft so. Wir haben unseren ersten Partner und sind sehr stolz darauf. Ja, Big Boy ist auch sehr stolz darauf. Bars.com, Freunde, wenn ihr Bock habt, yes, auf ziemlich nice Kleidung, ja, Shirts, Hoodies, Drinks, ja, Drinks, Collectibles, etc., etc., so. Merch von Künstlern, Bücher, alles am Start, Freunde, alles am Start, alles aus. Ja? Und jetzt kommt das, worauf ich schon lange gewartet habe. Und mit dem Rabattcode. Ja, genau, mit dem. Mit dem Rabattcode, Freunde. Dope or Nope 10. Er hat jahrelang geübt, hat er das. Dope or Nope fucking 10. Das fucking Lasterdeck. Bekommt ihr? Nicht 1%, nicht 2%, nicht 3%, sondern? Ganze 10%. Ganze 10% auf eure gesamte Bestellung. Und es lohnt sich wirklich. Der Bruder ist nicht nur cool, sondern er hat tatsächlich einen Online-Shop, wo ich sagen kann, ja, da kaufe ich, weil es einer für die Culture ist. Ein paar Dosen könnt ihr noch brauchen, aber ansonsten. Was, Freunde, genau deswegen, ja, gebt ihm auf den Store. Bester Mann. Link dazu findet ihr bei uns in den Show Notes. Absolut. Wisst ihr Bescheid? Ab sofort immer und deswegen könnt ihr euch. Und für immer. Ey, und das war Werbung. Geil, ne? Bezahlte Werbung. We out. Motherfuckers! Der Bruder gibt gerade alles so. Der ist des Todes müde. Yes. Wir haben hier 23.11 Uhr. Männer in unserem Alter schlafen jetzt schon. Das ist nicht der Grund. Ich bin einfach schon scheiße lang wach. Ja, weil Kinder halt, ne? Deswegen, Männer in unserem Alter schlafen schon. Mhm. Ne? Und ich muss ihn jetzt nicht wirklich überreden. So. Ich habe es einfach nochmal in die Runde geschmissen und er hat einfach aus latenter Langeweile, ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, warum er zugestimmt hat, obwohl er nach Hause gehen wollte. Und jetzt sitzt er noch hier und wir ziehen noch die dritte Folge durch. Chapeau dafür, Bruder. Ne? Also, ihr wisst, also wirklich, ne? Den allergrößten Respekt an den Herrn Big Boy Watterson. Watterson, Gott sei Dank, kann ich mein Wasser noch halten, Alter, in meinem Alter. Ich glaube, bei 3 kriegen wir jetzt doch den Shindy dann, oder? Das ist das die Highlight-Folge sein, die so oft in unseren Kommentaren aufgewacht ist. Okay, von daher, lass doch einfach direkt starten und life's good. Deutschrap retten. Nun gut. Die Leute rufen, Boss, come back. Na gut, da gibt es halt nochmal ein Boss-Comeback. Meine Damen und Herren, hiernach vergessen Sie alles, was Sie die letzten Jahre in diesem Sauerhaufen Deutschrap miterleiden mussten. Sie werden geblitzdingst. Frederik, bist du bereit für einen weiteren Studiotag? Jawohl, Boss. Dann putz mir die Zähne. Na klar. Schön sauber machen, das Siegerlächeln soll schön strahlen. Na klar, Boss. Ja komm, reicht, Frederik, reicht. Können wir mitarbeiten? Komm, wir machen noch ein paar schöne Lieder für die Sträuche. Mhm. Ja, mit frisch geputztem Siegerlächeln kann so ein Promotag beginnen. So, gestern war Relief-Friday gewesen. Ich habe ja jahrelang nicht mehr abgecheckt, was die Konkurrenz so treibt. Ich habe da mal grob reingeschaut, was war da gewesen gestern. Kannst du mich da nochmal auf den Stand bringen? Ja, wir müssen ja die Konkurrenz ein bisschen im Auge behalten. Wir haben jetzt eine Woche Promo gemacht. Wir wollen ja, dass alle angesteckt werden und zur Bestform auflaufen. Der Shindy, der hat da was rausgehauen. Shindy, stimmt. Was hat der gemacht? Was war das? Ich hab's noch nicht gehört. Bayern-Freestyle. Es war Trash. Voll Katastrophe. Katastrophe. Das siehst du aber auch, wie knapp das aufgenommen wurde, ne? Ja, das ist das. Ich glaube, die haben das gehört und haben sich totgelacht. Ja, safe. Was ist das? Ja, das ist der neue Track. Brezel. Bayern-Freestyle heißt das. Brezelt der da den Leuten einen rein wieder? Ohne Video, oder was? War in Bayern gewesen, der Bub. Trotzdem gefallen in München. Er lebt doch jetzt in Minga. Ich denke mal. Mann, Alter, was ist das denn? Guck, wir haben Frühling. Sommer, fast. In meiner Blüte heißt das Album. Das ist eigentlich mein Titel, ne? Dieses Jahr vor allem. Und außerdem die florale Bossherb von Blume. Die florale Bossherb von Blume. Ist das, was die Leute jetzt von Shindy hören wollen? Frage ich euch jetzt mal ganz ehrlich in die Runde. Ist das jetzt in meiner Blüte hier Oktoberfest und es ist Mai? Machen wir jetzt hier die Jahreszeiten. Ist alles verwirrt in der Deutschrap-Szene? Wir sind selber schuld. Wir sind selber schuld. Wir haben zu wenig Promo gemacht in der Woche. Wir müssen auch ein bisschen auf die Kacke hauen. Also, wir kommen später in dieser Folge nochmal zu dem Shindy-Thema definitiv zurück. Frederik, jemand und Mach, wir müssen los. Ja, Boss, sorry. Die Leute sagen auf das Album. Sie können schon noch, Boss. Nur noch schütteln. Da kommen alle mit Bibi mal abgeschüttelt und weiter geht's. Hände waschen nicht vergessen. Aber jetzt zeigen wir den Leuten erstmal was ganz Interessantes, nämlich wie entsteht denn eigentlich so ein Cover von einem Kollegah der Boss-Album?
Herr von Blume, bitte. Was ist denn Ihre Meinung zur aktuellen Lage der Sprechgesangsszene? Die Meinung kommt aus dem Lauf. Mit Ansage jetzt schon das schönste Cover, was Deutschland hier erlebt hat. Und diese Ansage ist im Gegensatz zu den Lottozahlen mit Gewehr. Bosnien, wie heißt die Burg? Burg von Cochem. Burg von Cochem. So, ja, das war ein belebtes kleines Plätzchen. Das ist die Reichsburg. So. Da vorne oben im Turm hat immer die Prinzessin gehockt. Und wenn das Burgfräulein angeklopft hat, Prinzessin, warum haben Sie sich denn eingeschlossen? Hat sie gesagt, ja, ich möchte den Prinz nicht. Ich will lieber den Kollegen, den Boss. Da hat sich oben im Turm verrammelt. Ja, also die hat absolut recht, ne? Ja, nur sie sich oben im Turm verrammelt. Und hier unten stand er, genau wie heute. Und hat die Peitsche geschwungen. Mit Hilfe unserer Peitschenhiebe, die wir auch demnächst auf Deutschland wieder niederprasseln lassen werden. Es ist doch wunderbar, da kommt der Oldtimer. Cool. Bayern Freestyle. Bayern Freestyle. Hat da jetzt einer noch gefragt? Harry? Hallo, wie geht's eigentlich? Hat er noch gefragt? Ich frage, ich hat da einen noch gefragt? Noch ein Bayern-Freestyle. Jetzt mal nicht zu unverschämt werden, ne? Hier dem Bayern gegenüber, ja. In meiner Straße wohnt die halbe Nationalelf. Mm. Und da kommt jetzt eine Farbkomposition zustande, wo wir wirklich Glück haben heute mit dem Himmel. So haben wir es uns vorgestellt. Ihr seht, das ist jetzt malerisch, ne? Das ist malerisch. Auf jeden Fall. Damit wir dieses viereckige Format auch für die CD gibt's haben. Gibt's mir noch einen Tacken, wirklich noch, schieb die Burg noch einen Tacken nach rechts. Kleinen. Ich bin der Joel, halber Bosnier, komme ursprünglich aus der Landschaftsfotografie und würde von mir selbst behaupten, dass ich einen sehr ausgeprägten Sinn für Ästhetik habe. Ja. Ah, warte, ja, warte. War auch schon richtig. Oder so. Ja, so. Ja? Genau so. Ja, der Koller hat einen Videograf gesucht und ich habe mich direkt beworben. Und wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Ich glaube auch, weil ich die Künstlerfigur Kollega sehr gut verstehen kann, weil ich ihn auch jahrelang höre. Im Namen aller Fans werde ich dem Boss natürlich zur Seite stehen. Größte Ehre für ihn wahrscheinlich, oder? In seinem Leben. Bruder, safe. Willst du mein Video drehen? Ja, klar. Was Kolle kriegst du dafür? Nix. Ja, Kolle holt sich die Fans nach Hause. Bro, ne? Volksnah geht's als Monarch nicht. Ja, krass, ne? Und ich glaube, hier werden epische Sachen entstehen. Der letzte Monarch, der das Volk so nah an sich rangelassen hat, war Frankreichs Monarch kurz vor der Guillotine. Ach, Bruder. Also das Auto ist von 1960. Das haben Direktoren gefahren, Doktoren und Rechtsanwälte. Eigentlich fast schöner als heutzutage, was so gebaut wird oftmals. Ne? Aber hier mit dem Rot, wie das auch schön gemacht ist. Gute alte Zeit. Die 60er Jahre. Da warst du ja noch gar nicht auf der Welt. Nee, gar nicht. Nee, da war ich noch nicht mal geplant. Ja, es ist ein Prachtkleinchen. Ja, der Blume auch nicht, ne? Tatsächlich nicht. Ja, da riechst du schon, da hat er was in der Tasche. Hm? Na, hier, Kaugummi. Big Red Kaugummi. Oh, rest in peace, Big Red Kaugummi. Gibt's nicht mehr. Es gibt Wrigley's nicht mehr, Bruder. Alter, soll ich dir was erzählen? Ich war die Woche tatsächlich unterwegs, auf der Suche nach ganz normalen Wrigley's, wirklich Wrigley's, Bubblegums, so, Streifen-Kaugummis. Gibt's nicht mehr. Und jetzt kommst du mit dieser Info? Wieso? Es gibt kein Streifengummi von Wrigley's mehr. Die Mutterfirma hat es eingestellt. Keine Spearmint? Nein, Bruder. Juicy Fruit? Keine None of that. Juicy Fruit war sowieso geschmacklich am geilsten, aber ist sofort vorbei so. None of that. Ne? Das nicht dein Ernst. Gibt's irgendwo noch Restposten, die ich aufkaufen kann? Würde ich wirklich gerne. Wirklich. Bruder, weißt du, wer jetzt recht hat? Jay-Z, und weißt du warum? Nee. It's a hard knock life. Das ist wirklich a hard knock life, Alter. Weil wir wirklich mittlerweile in der heutigen Zeit nur noch so kleine Scheiß-Kaugummis haben. Ne?
alles so abgepackt und alles irgendwie mit Mentholschärfe und sonst irgendwas. Ich möchte einfach so einen Atemerfrischer, so einen wundervollen, so wie es halt bei Wrigley's der Fall war. Oh, ich muss irgendwo noch Restpost, seit wann? Ich weiß das jetzt, glaube ich, 6-8 Wochen oder so. Echt? Irgendwie sowas. Mein Bruder, gleich mal nach Restposten gucken. Weitermachen. Ja, Boss. Im Imperativ. Oh, Bruder. Ich muss einmal reinschauen. Einfach rein. Boah, ganz schwer einzuschätzen auf diesem Screen, ne? Wie es am Ende dann der Ausschnitt ist. Der Himmel ist gesaved. Ja? Der Himmel ist gesaved. Der kann nicht weg. Inshallah ist für dich der Himmel gesaved, mein Lieber. Inshallah. Vertrau mir. Der Himmel ist gesaved. Was wäre, wenn wir das Auto noch ein Stück rücksetzen, dass Kolle prominenter ist als das Auto? Ja, ich würde echt noch... Also, dann kriegt man mich noch näher ins Bild. Also ganz kurz, ne, Freunde, es gibt tatsächlich keine mehr, ne? Was hast du gedacht? Das macht, dass ich irgendwo noch irgendwelche Restposten finde jetzt gerade. Also bedarf ein bisschen mehr Suche, aber jetzt auf Amazon oder so, ist chancenlos. Alter, welcher Hund kam denn auf die... Nein! Warum habt ihr andere Kaugummis gekauft, Freunde da draußen? Das war nicht der Grund. Glaube ich. Die hatten irgendwas reingeschrieben, ich hab's vergessen. Ach, scheiße, Alter. Wenn ich den Artikel finde, schick ich es dir nochmal. Das bricht mir das Herz, Alter. Also so wirklich. Bro, das ist der Knarren mit Bazooka, der Kaugummi meiner Kindheit. Ja, Mann. Ich hab denen in der Tankstelle irgendwas von Nostalgie erzählt und so. Und wo denn die Kaugummis hin sind. Und hab da übelst die Laudatio gehalten und dachte mir so, das kann doch nicht sein. Und die hat mich total angeguckt und hat sich gesagt, so halt doch dein Maul, ist ein Kaugummis, Alter. Verpiss dich, du Wichser. Ja, verpiss dich, Alter. Nimm 300 von denen hier. Heute kennst du nicht Pascha, nimm. Airwaves, Bruder. Heute ganz kurz jemanden getroffen, der das Wort Nostalgie falsch ausgesprochen hat. Er sagte Nastolgie. Ja, und ich musste mich zusammenreißen, was er echt hart aufs Maul bekommen soll. Weil er war mir safe überlegen. Noch ein Stückchen. Stopp. Stopp! Es ist so geil. Es ist perfekt. Was sagst du, haben wir denn einen schönen Covershoot gemacht? Ja, wir haben das perfekte Bild. Wir haben ca. 500 Fotos geschossen, aber eins ist dabei, wo ich sage, das kann so raus an die Strolch, da freuen sie sich. Ja, spielt gerne Fang, der gute Hund. Gleich lockt er mich wieder und legt die Stöckchen ab und lockt mich an. Wart ab, guck. Guck mal, wie er die Zunge rausstreckt. Aber ich trick's ihn jetzt auch aus. Jetzt ist er verwirrt, weil er denkt, ich will seine Stöckchen holen. Siehst du, er kommt. Jetzt rennt er hin. Jetzt werde ich ihn hypnotisieren. So, guck hier. So, und jetzt gehe ich mal seine Stöckchen. Ja, aber Boss, für so viel Sport, ne, musst du in den Stiefeln, in den Tretern auch ein bisschen schneller unterwegs sein. Ne? Ich glaube, in dem ganzen Outfit ist Schnellrennen nicht so drin. Ja, ach nee. Aber trotzdem, vom Boss erwarte ich das. Ja? Der Boss schnauft nicht mal. Er hat noch nicht, dein Körper hat noch nicht mehr angefangen zu transpirieren, sondern er perspiriert immer noch. Ja. Ja. Also von daher, alles okay. Ha! Wer ist jetzt der Boss? Wer ist jetzt der Boss? Sitz! So, den Joel haben wir jetzt mal da auf den Boden gelegt. Den alten Bossen, ja. Ich habe ihm gesagt, machen wir noch ca. 500 Fotos von dem Auto, weil es so schön ist. Es geht mir aber nicht um das Auto, es geht mir darum, dass der Junge jetzt abgehärtet wird. Der muss jetzt eine Resilienz aufbauen und liegt auf dem eiskalten Boden seit einer geschlagenen halben Stunde. Boah, nein! Ich hab das auf Kamera. Oh, Alter. Die Kamera läuft noch. Jetzt kein Schmerz zeigen. Das ist Alpha. Das ist Alpha. Weiter fotografieren auf dem eiskalten Boden. Ja, ein paar. Ja, bosshaft wäre gewesen, wenn der Schirm kaputt gegangen wäre. Ja, wenn er ihm zerschellt wäre. Ne, ganz klar. Ein paar brauchen wir noch. Schon sau. Ja, krass, ne? Mit der Sonne hätte ich nicht gedacht. Ja, kommt schon. Echt mega geil. Das ist super epischer Shit, Alter. Okay, peitsch noch ein paar Mal. Nochmal. Ey, lass dich mit so einem Ding erwischen, ja. Alter. Jawohl. Boah. Top. Wunderbar.
sehr geiles Bild. Das hier ist übrigens die Stamm-Haffee-Tasse von Aschkobar, der Nummer 1, nur echt mit dem Schlagringgriff. Mal lieber noch einen heißen? Ach, sehr gerne, mein Lieber, du weißt doch. Es ist spät geworden heute wieder, wa? Einen machen wir noch, oder? Ich habe so ein Sample, es ist so ein klassisches Kollega-Sample eigentlich, so ein positives, so ein wunderschönes mit Pitch-Vocals. Ich bring die Pitch-Vocals back auf diesem Album. Ja, hör dir mal dieses Sample an. Ist das nicht wunderschön? Das klingt echt nach dem alten Kollega, wa? Hol die Feuerzeuge raus, Mann. Hol die Feuerzeuge raus, Joel. Ich hab ne Melo, vielleicht hast du ein paar Worte dafür, weißt du? Kennst du noch diese alten 50-Hooks? Ja, kann man kann ja über 50 sagen, was man will, ne? Aber er ist auf jeden Fall einer der Hook Kings in der Hip-Hop-Geschichte. Oder? Safe, safe auf jeden Fall, ne? Geht alles ins Ohr. Das ist krank gescheit. Auch auf dem Game-Album. Ganz böse. Auch alles von der G-Unit so. Ja, ne? Bro. Erstes Album. Krass. Bis auf, wie hieß das Shit nochmal mit Mobb Deep? Out of Control? Out of Control, Alter, Katastrophe. Runter, oder willst du noch mal? Produziert von you, Dre. You know I got what it takes to make the club go out of control. Ja, du kriegst einmal oh. Dre Beat und fuckst halt so ab. Geht gar nicht klar, ne? Dream ist geil. Ich folge da mein Dream. Geil. Ich habe nur eine Chance. Ich nutze sie. Geil. Ich habe nur eine Chance und ich nutze sie. Hat Kolle gerade einen Ghostwriter? Ja, ganz klar, weil da ist ja nichts, was er da einbringt, oder? Also Freunde, jetzt mal ganz kurz, ne, zur Erklärung für alle. Das ist einfach ein zufälliges gemeinsames Arbeiten im Studio und hat nichts mit Ghostwriting zu tun, so ist einfach Ideenfindung, Freunde. Okay? So, unterstellt's nicht zwingend jedem, der mal mit irgendjemandem im Studio sitzt und dann irgendwie kreativ ist. Oder? Bleib auf der Asche kriegt Geld dafür, dass er das jetzt macht. Ja, Mann. Das ist der Songtitel, stopp. Erfolgsspur. Erfolgsspur. Geil. Ja, Erfolgsspur ist ein geiles Wort. Das ist gut. Pusha-T. Pusha-T ist gut, ne? Numbers on the board, so wie Pusha T, oder? Numbers on the board, mit dem Pusha T, das ist geil. Ich finde Asche so nice. Asche ja. ist so ein sympathischer Typ. Ja, ohne Scheiß. Wie sich reinfeiert, ne? Voll. In dem Moment so, ne? Ist geil. Siehst halt auch die Liebe einfach für Rap, Alter. Ja, ist geil. Top. Ist wirklich geil. Ich folgte meinem Dream. Vorspur unbesiegt. Ich folgte mein Dream. Ja, Mann. Und dann aus Mainz zu einem Evergreen. Numbers on the board, so wie Pusha T. Das ist es. Ja, ist geil. Gut. Das ist geil. Gut. Ich folgte mein ist Dream. Geil. Geil. Ist geil. Ja, Erfolgsspur ist der Titel, muss der Safe sein. Das ist ein guter Songtitel. Ist auch irgendwie beschreibend für dich, oder? So, wunderbar. Beschreibt einfach den Namen. Also wenn ein Wort mich beschreibt, dann ist immer Erfolgsspur, Bruder. Was steht bei Wikipedia, Kollege, direkt erstes Wort, Erfolgsspur. Ja, du, Erfolgsspur, da siehst du mein Bild, Bruder. Geil. Das ist Wohlfühlbeats. Das ist was, wovon ich immer geredet habe. Auch hier wird das Wort, Bruder, inflationär gerne oft häufig schön benutzt, ja. Aber das Schönste, was er gerade gesagt hat, das werde ich bei dir jetzt in Zukunft auch machen, ist Bruderherz. Ja. Das ist schön. Ich küsse doch deine Zehen, Bruder. Ja, küsse meine Toes, Alter. 36. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, habe ich vergessen. Jetzt hast du Stopp gemacht. Ich mach mal ein Part fertig, warte. Erfolgsspur, wenn ich den Song höre, geht mir einfach das Herz auf. Der die Alliteration und ein Bautbaus Beats. Ist sofort da, der Song beginnt mit diesem schönen Vocal Sample, Nostalgie pur. Erinnert an diese ganzen Outro-Sachen von Kollega, die wir alle so lieben. Und dazu dann dieser smooth, leicht Nullerjahre angerauchte Gesang vom Boss. Schon sehr vibey und ist einer meiner Favorite-Songs auf dem Album. Also nice. Da muss eigentlich wieder was zum Klassiker kommen, Bruder. Wir brauchen auch Reminiszenzen, wir brauchen diese Hommagenzeilen. Ich komme aus Kanada, doch die Kids sagen, alter Schwede. Ich glaube, der Beat ist Killer, Alter. Als ob ich dieser Dicke von ABBA wäre.
Stark. Kennst du den noch? Ach, der ist aus Lorbeer kranz, den kleinen. Er waren vier Leute bei Aber, ne? Zwei Männer, zwei Frauen, oder? Ja gut, die waren früher schlank, heute ist er so ein Fettsack. Ich glaube, da hört man, wo die Reise hingeht, ne? Das ist der Vibe, das ist die Nostalgie, die ich fühlen will. Ich hatte mein Dream. Es ist wieder Zeit für Battlefronts? Na, erstmal das. Okay, gut. Ja, wieder Sessionende, wieder kommt der Mastri mit seinem scheiß Dart. Ich bin ja guter Dinge, dass wir heute eine. Was stand bei Asche? Hat sein Kalorienziel? Ich 3 Kalorien verfehlt. Sehr, sehr nice, Alter. Der Mastri mit seinem scheiß Dart. Ich bin ja guter Dinge, dass wir heute eine Chance haben, Nummer 1. So SpongeBob. 13 Minuten später. 13 Minuten später. Liebe ich diese Parts von SpongeBob, Alter. Bullseye! Wir haben ein Battle Friends! Da immer noch dieses verfickte Bullseye. Da könnte ich gerade ins Glas kotzen. Wie willst du denn haben diesmal? Einfach mal abkleben, Bullseye. Ich würde mich freuen über ein Battle zwischen Gringo und, weil wir jetzt die Thematik hatten mit in seiner Blüte, wäre es doch mal ganz geil, wenn du den Schwindli machst. In meiner Blüte, ich komme da immer noch nicht drauf klar. Ja, dann mach doch auch Bestform. Ja, wir brauchen doch jeden Spieler in seiner Bestform jetzt, verletzungsfrei. Dass wir hier zur Hochform auflaufen können. Das ist ja kein Diss. Das ist ja kein Diss an den Michael. Das ist ja einfach nur ein Aufruf, dass der Junge zur Vernunft kommt und ihn in seiner Bestform aufs Spielfeld tritt. Ja, so von Felix zu Michael, gell? Gell? Hast mich? Wir signen das jetzt einfach mal, Kolle. Ne? So von Blume zum Schindler, ne? Passt schon. Ja, wie will man es denn hören vom Schindler? Dann machen wir es richtig. Gut, oder? Ist gut, oder? Mach weiter. Ja, dann machen wir es einmal richtig. Den Michael Schwindler. Was nice. Ach, lange nichts gehört klingt. Von ihm. Ich weiß gar nicht mehr, wie das klingt. Ja. Komm, Nummer 1, wir geben alles. Nicht, dass du beim Part einschläfst. Die Bedenken habe ich auch. Wir haben einen Battle Friend. Bisschen laid back. Oh, see you on the track. Okay. Kann man das machen? Das kann man machen. Mit dem Weißwein. Und ich trinke ihn aus meinem Glas. Das Glas hat einen dünnen Hals, wie ich selbst. Ich will Geld. Das Glas hat einen dünnen Hals, wie ich selbst. Ich will Geld. So brainstorming für Shindy Lines ist bestimmt geil, Alter. Das hat einen dünnen Hals, wie ich selbst. Ich will Geld. Ich will die Welt. Ich bin der größte Superstar der Welt, Bitch. Und ich freestyle grad, weil dieses Battle für mich keinen Sinn hier grad hat. Ich bin viel zu busy, nicht mit Album machen, sondern mit mich kaputt lachen über all die Spacken, die sagen, Shindy kommt nie wieder zurück. Ihr werdet alles sehen, in der Blüte wird gefegt. Wie bei Bienensex. Ich bin sweet und fresh. Bitch. In meinem Liebesnest bin ich sweet und fresh. Wie ein Kuckucksei komm ich um die Ecke. Du bringst immer so komplizierte Punches um die Ecke. Warum nennst du dich der Boss? Das ist heute nicht zeitgemäß. Einfach so die Reime geben, das ist heute zeitgemäß. Wie in die Rolle auch noch schlüpft, oder? Und meine Rowley, sie glänzt wie ein Polizeimensch, der lang poliert wurde von meinem Putzlappen. Und meine Rowley, sie glänzt wie ein Polizeimensch. Sie glänzt wie ein Polizeimensch. Alter, alles aus. Rowley, sie glänzt wie ein Polizeimensch, der blank poliert wurde von meinem Putzlappen, den ich in der Box habe, den musst du haben. Da kannst du alles sauber wischen. Michael, wurde übrigens gemacht aus den Rückläufern des alten Rucksacks. Alter, krass, ne? Krass. Sauber wischen. Michael, da müsste Ei auf den Tisch.
Du musst dir die Eier auf den Tisch legen jetzt, Michael. Du musst da mitziehen hier. Die Nummer 1 und der Absolute machen es vor. Alles wurde gut, wie bei Mr. Nice Guy. Er sonnt sich in der Skyline nicht, sondern mit einem Muay Thai Cocktail in der Freizeit auf Inseln im Süden. Du kannst nicht mit dem Pinsel so lyrisch vorgehen wie der Schwindler am Mike. Alles. Sie gehen jetzt vorwärts in den Angriffsmodus. Michael, schließ dich den People's Champs an. Ja, lauf noch mal noch zur Bestform auf, jetzt sammel dich ja noch mal. Komm mal zur Vernunft. Alle anderen haben einen Behindertenstar. Dass Shindy sein Album schon wieder verschoben hat, hast du mitgekriegt? Nee, überhaupt nicht. Ernsthaft? Das ist unglaublich, Alter. Bitch! Ich lasse euch das mal zum Schreiben so. Wir machen wieder 10 Minuten Schreiben und rein da, oder? Das reicht sehr schnell. Mein Part ist einfach, Gringo. Oh, wie das geil, Alter. Sauer. Gringo ist sauer. Ja. Ja. Chick Battle Friends. Aber ich will den Gringo auch nicht schmälern, ne? Weil. Masri war sein Name, ne? Okay, Bruder. Chick, chick. Bitte nicht, Alter. Ja? Zieh die Kultur nicht so in den Dreck. Es tut mir leid. Das ist das Allergleiche, wenn. Wenn jemand hergeht und macht so Hip-Hopern irgendwie so oder so, ja, und das machst du genau mit uns DJs in dem Moment so. Es schmerzt immer, vor allem, wenn man Scratch-affin ist, so. Es schmerzt, wirklich. Ja. Bist du bereit? Ich muss da die Welt verbessern in diesem Sinne, wirklich. Ja? Ich halte es sonst nicht aus. Ja, vollkommen recht. Das wäre das Allergleiche, wenn bei dir beim Basketball, wenn es da irgendwie so einen Signature-Move gäbe, der sich einfach fälschlicherweise durch die Welt zieht. Gibt's. Welchen? Step back. Naja, okay. Ja? Bist du bereit? Ja. Dann würde ich nämlich wickedy wickedy weiter. Ja. Du bist gleich wickedy wickedy wack. Bist du gleich, Alter, ja? Im Crisscross-Style, Dicker. Delivered ist natürlich schon wieder geil. Du weißt, es hat seinen eigenen Charme, ne? Same. Es klingt simpel, aber da muss man aber auch diese Delivery haben, ne? Ja, ist schon. Nach diesem, boah, ich habe jetzt doch ein bisschen mehr gemacht. Doch. Ich bin schon voll in den Film gekommen gerade eben. So viel zu erzählen oder was? Es gibt einiges aufzuarbeiten. Ja, das stimmt. Tschick. Er ist voll gepoppt. Ho! Ja, auf jeden Fall. Das letzte Korn ist jetzt gefallen, meine Herrschaften. Es ist wieder Zeit für ein Battle, Friends. Heute haben wir Bingo. Wattagwan. Na, Wattagwan. Wir kommen hier zu der Möglichkeit eures Lebens. Heroes Festival. Noch nie zuvor war euer Glück so nah. Heroes Festival. Noch nie zuvor war aber Reactor so nett zu euch. Oh. Oh. Heroes Festival. Und deswegen haben wir für euch 2 Wochenende Tickets für das Heroes Festival in Geiselwind. Yeah. Was ihr dafür tun müsst. Entschuldigung. Ihr müsst dem Heroes Festival auf Instagram folgen. Yeah. Ihr müsst dem Heroes Festival in Geiselwind folgen. Yeah. Uns einen Screenshot schicken, dass ihr unseren Kanal abonniert habt auf YouTube. Mhm. Ihr müsst uns auf Instagram folgen. Yeah. Und von den anderen Follows, weil bei uns sehen wir es ja, brauchen wir auch einen Screenshot. Das heißt, 3 Screenshots von euch in unser PN-Postfach bei Instagram. Also Entschuldigung, DM uns den Scheiß und dann losen wir aus und geben den Gewinner, die Gewinnerin, wie auch immer. Rechtzeitig bekannt, Freunde. Safe. Materia, ne? Nina Schuber, Paschan, dem Freunde. Oh, Sido, ja. Tretti, UFO 361, ja. Die 1 und 2 Boys, AST, Audio 88, zusammen mit Yassin, Alter. Beste. Bad Chief, Dadan, Dilla, Disaster, Casey Rebel und Summer Jam, Alter. Ja, Kevin Cold, Maschine, Mann. Kitty Cat, ja. Kwami, Lugatti und Nine. Oh. Und noch vieles, vieles, vieles mehr, wirklich, was da so los ist. Es sind die nicesten DJs am Start, alles Kollegen von mir. Es ist ein sehr, sehr nice Festival, ja, krass aufgezogen. Und von daher, Leute, geht dahin, macht bei uns ein Gewinnspiel mit und grabt euch die Tickets. Wollt ihr wissen, wer noch da ist? Der Big Boy und der Sherlock. Die machten einen drauf. Die kamen da vorbei. Die Namensabänderung. Bingo. Gegen Michael Schwindler, a.k.a. Schwindy.
Let's go. Make love, no war. Flow, Nase, Koks, Darby, Helene Fischer, atemlos, Berlin, Crime Time, Neukölln, Sonnerlee, Zahnlücke, Four Blocks, Paraduft. Das ist ein Mic Drop Moment. Alter Schwede. Oh oh. Alter Schwede. Böse, Digga. Böse. Also, jetzt mal ganz kurz, wenn ihr das wirklich in 10 Minuten dann jedes Mal verfasst habt, lass es 20 Minuten gewesen sein, ne? Ich weiß es nicht. Und ihr euch so in die Styles reinversetzen könnt, leck mich am Arsch, Alter. Ja, das sind Skills, Bruder. Das sind wirklich Skills. Oh, Gringo, Bingo, Capo Flow, Nase, Koks, Darby, Helene Fischer, atemlos, Berlin, Crime Time, Neukölln, Sonnerlee, Zahnlücke, Four Blocks, Paraduft, Mon Ami, oh oh, aua, Gringo ist sauer, Kalasch im Kofferraum, 911 Porsche Sound, Robin Hood, Jogging Look, Strickmütze schwarz, Rhein-Nickendorf, wir machen Wildfüchsejagd. Strickmütze schwarz, Rhein-Nickendorf, wir machen Wildfüchsejagd. Ich habe gerade eben meine Kapuze aufgesetzt, Bruder, und der Boss kam direkt im Anschluss. Ja. Das heißt, some minds think alike. Ich habe ihn influenced. Ja, safe. Aus unserer Situation heraus. Ja, natürlich, ganz klar. Mm. Nice. Rhein-Nickendorf, wir machen Wildfüchsejagd. Achis mit Bart, Flatscreens im Bett im Wind, sitz im Café, du Schwanz sitzt im Benedikt, ess Bennekisch, bremst gerne nicht. Gringo ist jetzt rich, Mensch, ärger dich nicht. Berliner Straßen, kein Gesellenbrief. Schwarz-Tee, Gauner, Angriff, Tauber, Handschrift, sauber, lass keine Spuren. Ich geh gerne rein, ich hab im Knast meine Ruhe. Oh oh. Keine Kippen rauchen, gar kein Bock. Eine Zeile reicht und der Typ ist halbtot. Ist das hier mein Single-Cover? Ich sehe hier nur Fallobst. Bitch, fick mal dein Kopf. Alter, ist das krass. Das ist doch nachbearbeitet, Alter. Das ist doch gar nicht so drin sonst. Deswegen auch die Mics, ne? Wahrscheinlich. Also, das ist ja krass gerade. Das ist ja krass. Ist das hier mein Single-Cover? Ich sehe hier nur Fallobst, Bitch. Fick mal dein... Das ist auch der Gringo-Part. Ich hab's mir vorhin schon gerade diesen Safe aufgenommen. Ja, Safe. Kampfsporttrainer. Mein Motto Aloe Vera statt Capoeira. Süß und... Aber fuck it, ne? Das ist keine Runde. Das ist dope, Alter. Mein Motto Aloe Vera statt Capoeira. Aber... Ja, in München lernst du ein neues, Alter. Krass. Krass, oder? Sehr geil gemacht, Alter. Das ist sehr geil gemacht. Ein Kampfsporttrainer, mein Motto Aloe Vera statt Capoeira. Süß und cool wie Karamelleis. An mir wirkt selbst ein Fahrradhelm nice. Larger than life, Karl Lagerfeld. Das ist aber auch so zutreffend, Alter. An mir wirkt selbst ein Fahrradhelm nice. Alter. Ist schon hart, Alter. Das ist krass. Nice, larger than life, Karl Lagerfeld-Style. Ich bring dir, wie man sich wie ein Star verhält bei. Dieselben, die mich heute abgeschrieben haben, sind die, die vor Jahren noch meine Texte abgeschrieben haben. Jetzt platzt dir der Kragen, du kriegst bleiche Haut und flänzt, denn mein Schweigen hat ein Ende, Zeit für eine Audienz. Hallo Deutschland, habt ihr vergessen, wer ich bin? Auch du, zuhör, scheiß aufs Battle, ich bin King. Sie behaupten, seit Shindy aus Berlin fortging, geht's bergab, Zeit, dass ich mal Real Talk bring. Denn die Fans, ja Mann, wo ist die Promophase nur? Sorry, ich wurde in Beef verwickelt wie eine Kohlrouladenschnur. Alles nicht ganz seriös, alles wirkt so nebulös. Ich wurde in Beef verwickelt wie eine Kohlrouladenschnur. Es ist so fucking geil. Das ist keine Michael Schindler-Line, ne? Das ist jetzt ein Kolle-Ding auf jeden Fall, aber. Alter. Ist aber krass abgemischt, ne? Dass sie das so hinbekommen haben. Das ist schon böse, Alter. Promophase nur, sorry, ich wurde in Beef verwickelt wie eine Kohlrouladenschnur. Alles nicht ganz seriös, alles wirkt so nebulös. Sie beten, dass ich mein Album vergeige wie André Rieu. Doch um mich war ein Haufen von Vampiren. Sie saugen Energie und man ist kaum noch kreativ. Jeder Arzt hätte gesagt, da braucht's eine Therapie. Doch bist du reich und sexy, machen sie halt Auge Sellerie. Als ich checkte, war ich down und fühlte mich verarscht. Doch jetzt blühe ich wieder, langsam wird der müde Krieger stark. Fick Verträge in betrügerischer Art. Ja, ich sah nur kurz drüber, weil ich schon immer überfliege.
Flieger war. Ich schweb schon immer über euch, Adlerflug. Spuckte einmal runter, Ahrtalflut. Mittelfinger raus aus dem babyblauen Bentley. Und ja, der gehört immer noch mir und nicht Losensky. Die zerreißen sich die Mäule. Und nicht Losensky. Grüße an Patrick. Ne? Wo ist Shindys Hype bloß? Warum verschiebt er seine Live-Shows? Alle ziehen vorbei, was ist nur zur Zeit los? Fick Hypes, ich bin Goat, meine Kunst zeitlos. Hypes sind kurz, das zwingt euch zu Taten dran. Ich leb von meinen Hits und chill an einem Bahamas-Strand. Größter Player Deutschlands, bald im Adelsstand. Schon damals war das ganze Schwabenland für mich eine Samenbank. Okay, was sind noch für Themen auf dem Lieb? Das ganze Schwabenland, eine Samenbank. Schweren sich über meine Box und ihre Megakosten. Oh, ja, da heulen sie rum, die Broken Hater-Fotzen. Kauft erst recht die Box, da ist ein Tuch drin zum Tränentrocknen. Bitch, mit Kirchenfensteroptik. Ich will dieses Internet, ist virtueller Kopfig. Lieber halt. Kirchenfensteroptik, virtueller Kopfig. Ich mich eine Zeit auf Social Media raus und investier die Zeit in meinen Sohn und meine Frau, weil die Familie Kings. Der Rest sowieso nur Fähnchen im Wind, wie meine Videosingles. Ich geh meinen Weg, auch wenn da riesen. Fucking true, ja, Alter. Das Louis-Zeug halt alles anhat. Die glaube. Ganzen Visualizer dazu, ne? Wie meine ganzen Videos, Fähnchen im Wind. Ist geil. Sowieso nur Fähnchen im Wind, wie meine Videosingles. Ich geh meinen Weg, auch wenn da Risiko drin ist. Und lass mich nicht mehr dirigieren in diesem gierigen Business. Auch wenn ich mit Kugeln rechnen muss. Abakus, man will den Griechen versklaven. Spartakus. Doch mein Album kommt mit Stilsicherheit. Ich lass es lieblicher reifen als griechischen Wein. Ich sei ein ziemliches Schwein, ja, mein armer Spinner. Grad, weil ich euch Feuerzeuge geb, damit ihr es warm im Winter habt. Meckern hier, meckern da, es stört mich nicht mal. Seid mal nicht so kleinkariert wie mein Burberry-Schal. Ich meine, ich mach ja hier kein Mafia-Biss, nur weil ich Pyjamas tick. Macht das so wie Farid Kids, gebt euch den Pyjama-Drip. Der Pyjama steht dafür, dass ich euch alle schlafen schick. Dann kann man auch endlich sagen, deutsche Rapper schlafen schick. Egal was war, ich bin nicht selbst geblieben. Ließ mich nicht für Geld verbiegen. Sonny Black hab ich nicht mal für Geld geschrieben. Stattdessen hat er wegen Knebeldeal von mir noch Geld zu kriegen. Manche können niemals genug Geld verdienen und verzapfen Zeug an Bullen wie eine Melkmaschine. Gehen ihre Welle schieben. Doch ein einsamer Narzisst ist nirgends auf der Welt zufrieden. Frag mal Ari, bin ich wirklich so schlimm? Nein, ich hab mir die Hand gebissen, die mir hochhilft. Sonny Black hat alles niedergemäht. Ich war dein Defibrillator, ich hab dich wiederbelebt, Bitch. Shindy bei EGJ hat reingehauen. Oh. Doch du Teil. Das ist ja. Oh. Ist krass, ne? Oh. Und die ganze Storyline dazu noch, ne? Grüße nach Dubai, Bro. Ist kaum, also reingehauen. Bye bye, ciao, ich hab meinen eigenen Traum. Steh ich mal im Schatten von irgendjemand, das ist ein Feigenbaum. Macht ein Gebet auf Knien, nicht Herr Schindler, es ist Ihre Majestät auf Beats. Kommt alle ran, ich hatte lange eh kaum Beef, außer mit Fahrt, weil er mehr als ich wie Drake aussieht. Etwas Geduld, dann ist Shindy back, denn Champagner muss reifen. Der reichste Deutschrapper, by the way. Es trinkt halt weiter billig Sekt. Fick kurz auf Image-Rap. Deutschland, jetzt habt ihr den Salat. Und das hier ist kein Dressing, das ist ne Vinaigrette. Du brauchst mich nicht nett zu finden. Du Hater, bist eh nur im Netz zu finden. Doch deine Bitch empfängt mich mit nem fetten Grinsen, weil sie mehr Sips braucht, als ich beim Espresso trinken. Bitch. Alter, weil sie mehr Sips braucht. Ja, weil er sechsmal in seinem Espresso gedruckt hat. Als du mehr Sips brauchst, als ich beim Espresso trinken. Alter Schwede. Ja, sick, Alter. It's over. Who made it? Ich sag, obwohl beide dope waren. Schau, wie alle eingepennt sind. muss ich halt Shindy nehmen, Alter. Ja. Also ich fand Gringo krass über. Krass. Da. Oh. Was Summer ja. Jam, Alter? Ja, Bro. Bisher war jeder meiner Tipps falsch. Also, pass auf. Ich rede davon. Ganz kurz noch, ne? Also, da kommt jetzt nichts mehr, ne? Das Ende, ne? Holt euch La Deutsche Vita, Freunde, ne? Vorbestellen. Umzwingend. Unterstützt ich schon den Boss, der Bosse. Weiß ich nicht genau.
Also ich fand, also Shindy, Überlänge, ne? Ganz klar gerade. Aber ich fand Gringo war ziemlich krass getroffen so. Hat er echt gut gemacht. Fand ich ziemlich nice. Ich glaube aber in der nächsten Runde, also dieses Mal geht's auf jeden Fall mit Shindy. In dem Fall Schwindy. Ich habe bisher jeden falsch gehabt, oder? Ich sag jetzt auch wieder Schwindy, aber... Nee, das ist schon, das ist gerade so Thementages aktuell, ne? Und... Herr Gott, der ist ja in seiner Blüte, ne, der Gute hier. Und schwing meine Flügel über Wolken und Bergen Richtung Hollywood-Stern, denn heute steht der Boss in seiner Blüte. Du wannabe Player. Ja. Ich will davon und schwing meine Flügel über Wolken und Bergen Richtung Hollywood-Stern. Ja, Bruder, ne, kennen wir ja schon, wenn ihr uns darauf sehen wollt, so Reaction und so, ne? Yes. Das ist das gute Ende. Dann komm ich wieder eine Vorschau. Was? Nee, jetzt gerade nicht so. Ich sehe hier die Waves. Ne? So, alright. Also, wir könnten nochmal ein Stückchen vorgehen, um zu gucken, aber ich glaube, jetzt kommt nur noch gleich die Box. Nee, es bleibt okay. Am Track. Alles cool. Alles gut. Und wenn wir es verpasst haben, so, kommt. Ne? Lorbeerkranz war das Shit auf jeden Fall. Auf jeden Fall. War übertrieben nice, Alter. Alrighty. Ich gehe ins Dank. Bett. Vielen Dank. Ich gehe auch ins Bett. Und vielen Dank nochmal. 10k. Ohne Scheiß, Freunde. Unser Podcast läuft. Ihr macht bars.com. Geiler Partner für uns, bester Online-Shop, Heroes Festival. Heroes Festival, Freunde. Hat Tickets für euch rausgehauen. Wir posten noch, wie ihr sie kriegen könnt. Auf jeden Fall 5 Klicks müsst ihr dafür wahrscheinlich schon machen. Yes, aber yes. Es ist ein ziemlich geiles Wochenend-Ticket oder Wochenend-Tickets, die wir raushauen. Und dann könnt ihr mal in der Zusammen- oder in der Partnerschaft mit Heroes und uns einfach mal auf unseren Nacken, sage ich jetzt mal, in der Gemeinschaftlichkeit, könnt ihr einfach mal richtig schön 2 Tage schön upsplashen und abfeiern. Ja? Aber nicht upsplashen in dem Moment, sondern upheroesen. Das war trash. Aber bitte benehmt euch nicht daneben, wenn ihr auf unseren Tickets unterwegs seid. Sagt dann nicht, dass ihr sie für uns habt, wenn ihr es gemacht habt. Alright? Bis dann. Bruder, weißt du, was ich sage so? Wir legen für die richtig harten Gewinner so die Kopfnicker. Wir legen noch 2 Halskrausen oben drauf, oder? Pro Gewinner dann eine, je nachdem wie viele Tickets, ne? Okay. Oder? Pro Ticket noch eine Halskrause. Gibt's noch eine Halskrause, dass ihr das Festival auch gut überlebt, ne? Bei den richtigen Künstlern. Schickt uns ein Foto. Ne? So ist es. Ciao. Peace out. Ciao.